In der Vergangenheit haben wir euch ja schon eine ganze Menge aus den großen Folientunneln und Glasgewächshäusern hier in der Gartenoase Köln-West gezeigt. Nun ist es ja so, die meisten von uns sind Hobbygärtner und wollen einfach etwas gesundes Gemüse selber anbauen für sich und die Familie mit dem Platz, der zur Verfügung steht. Damit ihr als Hobbygärtner aber noch viel mehr an hilfreichen Tipps und Tricks aus unseren Videos rausholen könnt, haben wir uns überlegt, wir ändern jetzt einfach mal die Grundvoraussetzungen. Dafür haben wir uns eine neue Serie ausgedacht. Wir werden hier auf einem Stück in der Gartenoase einen kleinen Garten anlegen, komplett von Anfang an, dessen Herzstück ein Folientunnel sein wird. Und der wird dann vom Profi bewirtschaftet mit den Mitteln eines Hausgärtners. Ja, mit dem, was dem Privatmann zur Verfügung steht. Und heute in der ersten Folge werden wir nicht die ganze Zeit reden, sondern wir werden gleich schon den Tunnel aufbauen. Im Laufe der Serie werden wir den Tunnel ganzjährig bepflanzen. Das ist so unser Ziel, das machst du ja jetzt auch schon. 12 Monate ernten aus dem Folientunnel. Und wir werden auch eine ganze Menge machen, ne? Bewässerungssystem wollen wir machen, wir werden immer alle aktuellen Arbeiten zeigen, wir werden die Fläche um den Tunnel bewirtschaften, wir werden ihn für die Jungpflanzenvoranzucht verwenden, für die Überwinterung und noch eine ganze Menge mehr. Doch bevor wir jetzt gleich mit der Arbeit beginnen, hier noch zwei wichtige Hinweise. Und zwar hat mich vor circa 2 Monaten ein großer Hersteller von Folien und Folientunneln angerufen. Und zwar ist das derselbe Hersteller, der auch Marcells große Folientunnel hergestellt hat. Und jetzt ist es so, dass man als YouTuber ja häufiger mal nach einer Kooperation von Firmen angefragt wird. Das habe ich bis jetzt immer abgelehnt, weil mich die Produkte null überzeugt haben. Diesmal ist das ein bisschen anders, weil dieser Hersteller, der schon seit vielen Jahren diese Profitunnel baut, eine Serie hat aus denselben Materialien, also dasselbe, die Profifolien, das Gestänge, für uns Hobbygärtner. Und das fand ich so interessant, das haben wir uns noch mal genauer angehört. Und aus diesem Grund ist es jetzt so, dass wir uns sehr über die Kooperation mit FVG Folien freuen. Ein Vertreter ist auch hier, den werden wir gleich noch vorstellen. Der hilft uns vielleicht ein bisschen beim Aufbau oder steht uns beratend zur Seite. Ja, der zweite Hinweis hat auch ein bisschen was mit Transparenz zu tun. Und zwar könnt ihr ab nächstem Jahr, sobald hier wieder die regulären Öffnungszeiten sind und der Draußenverkauf, ne, ihr verkauft hier normalerweise im Winter drinnen, ja, könnt ihr das Gelände, diesen Garten um den Folientunnel besichtigen zu den Öffnungszeiten der Gartenoase. So, und nun schauen wir uns mal an, wo wir den Garten hier in der Gartenoase anlegen werden. Hinter dem Bauwagen haben wir ein Stück gefunden, welches ideal für unsere Zwecke geeignet ist. Dieses könnte man jetzt mit dem Spaten umgraben oder mit einer Fräse bearbeiten, aber damit wir vor dem Frost noch mit dem Aufbau anfangen können, ja, da hat Marcel einfach mal den Traktor geholt. Wichtig ist, dass die Fläche, wo der Tunnel später draufkommt, einigermaßen eben ist. Bodenvorbereitung und Düngung werden wir in zukünftigen Folgen noch behandeln. Später werden wir auch Wege anlegen und die Fläche eingrenzen. Und jetzt holen wir mal das kleine Päckchen, in dem der Tunnel angekommen ist. Dabei handelt es sich um das Römi Startup Kit mit den Maßen 3,5 x 8 Meter. Dieser ist aber später auch noch in anderen Größen erhältlich. Wir haben uns vorgenommen, den Tunnel heute zu zweit ohne fremde Hilfe aufzubauen, obwohl wir hier sehr hochkarätige Hilfe da haben. Und zwar von der Firma FVG Folien, der Herr Christoph Bayer. Du hast den Tunnel mitentwickelt, oder? Ja, das ist korrekt. Gut, aber er ist heute so mehr unser Joker, weil ihr seid zu Hause ja auch auf euch alleine gestellt und habt nicht den Hersteller dabei. Aber für Fragen dürfen wir dann zu dir kommen, oder? Natürlich, dafür bin ich da. Gut, eine Frage habe ich jetzt auch schon mal direkt. Ne? Ja. Wir machen das Ganze ja so aus Gesundheits- und Nachhaltigkeitsgründen, die Selbstversorgung, eigenes Gemüse anbauen, ne? Du hast dann volle Kontrolle über das, was drin ist. Aber wenn man sich sowas wie einen Folientunnel in den Garten reinstellt, dann fragt man sich schon, wo kommt das her? Eure Tunnel, sind das die, wie üblich, Ware aus Fernost?
Nee, wir bewegen uns ja im Profibereich und da wird auch Wert darauf gelegt, dass die Ware qualitativ hochwertig ist, auch sehr nachhaltig, dass das alle Teile, die bei diesem Tunnel dabei sind, sind in Deutschland und in Europa produziert worden und können auch entsprechend entsorgt werden. Das heißt, kurze Wege und ihr schafft Arbeitsplätze in Richtig. Deutschland und in der EU. Genau. Das ist eine gute Sache. Auch ein Grund für die Kooperation von uns. So. Und ich würde sagen, wir fangen so langsam mal an, bevor es wieder anfängt zu schneien oder zu regnen, mit dem Tunnel. So, hier besagtes kleines Päckchen, in dem der Tunnel angeliefert wurde. Hat jetzt schon ein bisschen was von Weihnachten, das Auspacken gleich. Christoph, ich schätze, mit der Post, also die Postboten würden streiken. Wie versendet ihr das? Wir würden streiken, es wird normalerweise mit einer Spedition versandt. Also es kommt ein ganz normaler Zustellspediteur mit einem LKW mit Hebebühne, der es dann am Haus abladen kann oder auch gegebenenfalls hinter das Haus fährt. Wie sind denn jetzt die genauen Maße von dem Modell hier? Die genauen Maße von dem Tunnel, wenn er aufgebaut ist, sind 3,5 x 8 Meter mit einer Firsthöhe von ca. 2,40 Meter. Das kommt eben auf die Ebenheit des Bodens drauf an. Also er kann noch aufrecht stehen? Er kann aufrecht stehen. Mit dem Hut kann eng werden, aber ansonsten kann er stehen. Und was für eine Folie ist das? Ja, wir setzen eine Folie ein, die 4 Jahre UV stabilisiert ist. Das heißt, es gibt eine 4-jährige Garantie gegen UV-Schäden, gegen die Zersetzung der Folie. Und wir kennen das aus der Praxis, dass bei guter Pflege die Folie mindestens 6 bis 7 Jahre hält. Fragen wir doch direkt mal einen, der diese Folien seit ein paar Jahren einsetzt. Wie lange halten die bei dir? Ja, also unser erster Tunnel, das waren locker 8 bis eventuell sogar 10 Jahre. Okay. Hat funktioniert. Gut. Nach 8 bis 10 Jahren, Folie ist dann wirklich nicht mehr zu gebrauchen, wäre da nicht mehr die zerfallen dann so, dann sollte man sie aber auch schon entsorgt haben, damit man keine Plastikstücke im Garten hat. Genau. Muss man dann alles entsorgen oder kann man die Folien dann bei euch nachbestellen? Die Folien kann man nachbestellen, das ist gar kein Problem, die kann auch dann wieder genauso zugeschnitten werden, wie sie bis jetzt bei dem Tunnel mitgeliefert wird. So, kommen wir mal zu den Werkzeugen. Das ist wirklich nichts, was man nicht sowieso zu Hause haben sollte. Ein Akkubohrer, eine Wasserwaage, ein Hammer, der darf auch gerne ein bisschen dicker sein. Diese Zange, die braucht man später für die Klipse. Ist aber beigelegt, habe ich Richtig, schon gehört. Ist Bestandteil der Tunnellieferung. Zollstock, eine Schnur, um Sachen, ja, für die Fluchten, oder wofür braucht man das? Genau, man würde die beiden Eisen nehmen und kann dann die Fluchten, also die 3,50 Meter und 8 Meter Länge entsprechend markieren, dass ich weiß, wo die Anker eingedreht werden. Und dann noch ein Set mit Schraubenschlüssel, so ein Ratschen-Set hier, hat man eigentlich auch zu Hause. Und das war's dann schon? Das war's schon. Gut, würde ich sagen, ein Teppichmesser braucht man auch noch. Ein Teppichmesser zum Zuschneiden. Auspacken und zum Zuschneiden. Genau. Hast du eins da? Irgendein Messer? Teppichmesser, nicht, aber Messer. Anfangen? Fang an. Was wir bis jetzt gemacht haben, hier hinter uns seht ihr, da haben wir ganz einfach mit ein bisschen Schnur und diesen Erdankern die Grundfläche des Folientunnels abgesteckt. Die Erdanker sind immer in Abständen von 2 Metern, das heißt, für das Ganze werden also 5 Bögen verwendet. Was man jetzt machen muss, also diese Anker, die sind jetzt einfach nur lose da in den Boden reingesteckt worden, die müssen jetzt richtig befestigt werden. Und wie machen wir das? Die drehen wir jetzt da rein. Wie, so einfach so mit der Hand? Man braucht man da nicht so Stangen oder sowas? Ein bisschen was als Hebel zur Verlängerung, ja. Okay, aber es gibt da so extra Bohrer für. Zur Not hätten wir auch einen hier.
Aber sowas hat man zu Hause normalerweise nicht. Deshalb zeigen wir, dass das auch einfach mit Hausmitteln geht. Das Reindrehen, das war jetzt eine Arbeit von ungefähr einer halben Stunde. Man richtet das dann immer so ein bisschen nochmal aus. Das ist dann die Hauptarbeit. Die ersten haben wir mit der Hand reingedreht. Das ging auch ganz gut. Wie gesagt, schneller und ein bisschen komfortabler ist natürlich so eine, ja, wie nennt man das, so ein Erdbohrer. Ja, aber absolut kein Muss. Was macht man eigentlich, wenn man einen sehr steinigen Boden hat? Dann sollte man schon mit dem Erdbohrer das probieren. Mit der Hand bei einem weichen Boden geht's gut. Bei einem steinigen Boden muss halt doch ein bisschen Kraft sein. Da oder sollte man sich einen Erdbohrer, gibt es normalerweise in einem Werkzeugmaschinenverleih ohne Probleme. Ein Adapter für liegt auch dabei, sodass man sich nur den Bohrer besorgen müsste und den Adapter dann einfach einsetzen kann. Gut, was jetzt als nächstes dran kommt, sind die Bögen. Die Bögen bestehen je aus 4 Segmenten und wie ihr sehen könnt, auch das ist kein Problem. Sucht euch da am besten eine Ebene, einen ebenen Untergrund und beiliegend sind diese Schrauben, wie nennt man die? Das sind selbstdrehende Blechschrauben. Und wie man hier sehr gut geht, mit so einer ganz einfachen Akkubohrmaschine, gar kein Problem, die da reinzudrehen. Okay, dann würde ich sagen, wir setzen jetzt mal die Bögen auf die Erdanker und dann machen wir weiter mit den Windverbänden und die ganzen Sachen, die wir für die Türen brauchen. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit dem ganzen Gestänge soweit durch. Richtig. Gut. So, bevor man den Bogen aufsteckt, sollte man diese Strebklemmen schon auf den Bogen aufsetzen, sodass dann hinterher der Bogen nicht nochmal abgenommen werden muss. Bei dem ersten Bogen, den wir jetzt setzen, ist darauf zu achten, dass die Seite mit den Schrauben, diese Blechschrauben, nach innen zeigen, damit später nicht, wenn die Folie vorne drüber liegt, durch die Schrauben verletzt werden kann. Okay, jetzt sind alle Metallteile wie geplant montiert. Das ging einfacher als ich dachte. Also so ein IKEA-Ding zusammenschrauben ist teilweise schwieriger. Aber Christoph, sag doch mal, wofür sind die ganzen Metallteile jetzt im Einzelnen? An der Tür, das ist relativ selbsterklärend. Du hast zwei... sind zwei Türpfosten. Türpfosten. Mhm. Da kommt die Tür mit so Einhängescharnieren rein. Da drüber ist der Türfirst. Richtig. Unten sind nochmal zwei Stangen für die Stabilität und da kommt die Folie hinterher dran. Richtig, da kann man die Folie nachher, wenn man überzieht, kann man die Folie einfach dran abgipsen, damit sie unten einen Halt hat. Und hinten auf, bei der Rückwand, da hat man nochmal eine lange Stange, die ist dann auch nochmal einfach für die Stabilität. Stabilität und auch zum Schluss dient sie dazu, die Folie dann unten zu befestigen, damit sie an der Rückwand nicht flattert. Jetzt haben wir diese, ich vergesse den Namen immer, diese Wind... die Windverbände. Windverbände, um die einzelnen Bögen zu verbinden. Ja. Die sind für die Stabilität insgesamt zuständig. Das ist richtig. Die sind vorne und hinten, sodass der Wind, der ja an der Front oder Rückseite, wo es eine steile Wand gibt, abgefangen werden kann und die Kraft geht dann auf die Anker über. Jetzt haben wir vorne und hinten diese schrägen Stangen. Ja. Wie nennen die sich? Das sind die Teile der Windverbände. Das heißt, sie nehmen die Kraft von dem ersten Bogen auf und transportieren die an den zweiten Anker von dem zweiten Bogen. Okay, und das hat man nur vorne und hinten, weil in der Mitte die tragen sich selber. Die tragen sich selber. Das ist nur, weil vorne und hinten einfach die größte Auffangfläche für den Wind ist. Und da muss man einfach ein bisschen gegensteuern, damit die Bögen nicht schief werden mit der Zeit. Dann haben wir eigentlich nur noch bei den mittleren drei Bögen dieses, wie nennt man es mit diesem V? Das sind Querfetten mit dieser V-Verstrebung. Die Querfetten haben zwei Funktionen. Einmal die Stabilität, vor allen Dingen auch durch die V-Verstrebung nochmal. Dort können dann diese Schneelasten, mögliche Schneelasten werden damit abgefangen. Und die zweite Funktion ist einfach die, dass man bei Rangpflanzen oder bei Tomaten oder auch Bewässerungsschläuche einfach ablegen kann auf diesem Querfeld. Das wird in einer späteren Folge nochmal sehr wichtig. Damit sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge. Was wir noch sagen können, wer jetzt so einen Folientunnel erwerben möchte oder sich nochmal mehr informieren möchte, es gibt ja bei euch verschiedene Modelle. Ja. Also erstmal, ich verlinke das mal auf die Seite der FVG. Ich muss aufpassen, ich sage aus Versehen immer VFG. Aber FVG ist richtig, Folienvertriebsgesellschaft. Genau. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Wird es aber wahrscheinlich ab 2019 auch in unserem Shop, den wir gerade gründen, die Produkte geben. Okay, ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Hat besser geklappt, als ich dachte.
Man muss aber schon sagen, drei Leute sollte man schon haben. Ja. Das ist an einigen Stellen. Es ginge mit zwei, wenn man das häufiger macht, aber nochmal eine helfende Hand ist immer eine gute Sache. Vielleicht kann man so ein bisschen die Nachbarn ködern mit dem Essen oder einem Kasten Bier. Ja, und damit wären wir dann auch schon am Ende des ersten Teils. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, gerne auch eure Fragen zu dem Projekt. Und falls ihr, die Serie ist ja noch ganz am Anfang, noch irgendwelche Anregungen oder Fragen habt für kommende Episoden, auch gerne in die Videobeschreibung schreiben. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, sagen bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.